dass ihr euch da einen kleinen Überblick verschaffen könnt. Müssen wir dann gleich machen. Machen wir einfach in der kurzen Pause, die wir haben. Da zeige ich euch das ganz kurz. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel, nämlich Cloud9 gegen Team Liquid. Es geht nämlich los und damit herzlich willkommen zur zweiten Partie hier auf The Inferno Best of One. Keine Overtime. Wer 15 Runden holt, hat auf jeden Fall schon mal einen Punkt sicher. Wer das Ding am Ende gewinnt, kriegt 3 Punkte in diesem Round-Robin-System. So, es geht auf jeden Fall erstmal mit Bananenkontrolle für Team Liquid um die Wurst. Da wird nämlich Studio K abgestellt. Und das macht Team Liquid auch so gefährlich auf Inferno, dass sie halt auf der CT-Seite zumindest 3 sehr gute AWP-Spieler haben, die sie einsetzen können mit Neff, Nitro und Studio K. So, jetzt kommt die Smoke Richtung Kleiner Sand. Man will versuchen, übers Haus rauszukommen. Also Team Liquid direkt mal mit gutem Tempo wahrscheinlich übers Haus unterwegs. Jetzt geht's durch die Smoke. Die Smoke Richtung Kleiner Sand liegt gut. Damit kann man nicht die Spieler auch so ein bisschen separieren. Gusta hat da ein Riesenproblem. Der wird nämlich jetzt mit beiden Seiten hier gleich eingekesselt. Kann über die Position mal wechseln und sich ja irgendwie durchschummeln. Besonders der Kill gegen Studio K war halt unglaublich wichtig, damit er da Richtung Kurz überleben kann. Und damit eigentlich auch nochmal die Möglichkeit Cloud9 gibt, diesen Retake einzuleiten. Weil damit haben sie theoretisch echt doch mal eine Chance, am Ende hier irgendwie durchzukommen. So, Smoke kommt rein. Damit muss man jetzt natürlich auch ein bisschen mitarbeiten bei Cloud9. Wird aber hier gut von Twist abgehalten. Und zwar mit einem sicken 3K. Dass wir direkt am Anfang hier in dieser Partie in Runde Nummer 1 uns anschauen durften. Richtig, richtig krass. Also sehr, sehr cool. Ja. In der Zwischenzeit können wir ganz kurz die Trikots zeigen. Hier sehen wir es nochmal, Team Liquid mit Marvel. Da gibt es dann so ein Iron Man Trikot noch und ein Captain America Trikot und hier das Avengers Trikot. Also, da könnt ihr auf jeden Fall, also könnt ihr mir euren Favoriten gerne mal per Twitter mitteilen, welches ihr cool findet. Mögt ihr das? Mögt ihr das? Oder mögt ihr das? Ich finde das Captain America Trikot ganz cool und ich mag das Avengers Standard Trikot. Das ist ganz cool. Gerne über Twitter könnt ihr mir eure Meinung auch mitteilen, welches Trikot ihr am schönsten findet. Ich habe schon überlegt, ob ich mir echt so ein Avengers-Trikot bestellen soll. Ich finde das mega nice. Also auf jeden Fall da auch die Kooperation mit großen Unternehmen. Man sieht's. Immer weiter im Vorwärtsgang. Auch hier Team Liquid mit BMW gepartnert. Und damit geht es weiter. Also, wir sind in der nächsten Runde für Team Liquid im Waffenvorteil. Cloud9. Cloud9. Die sind erst mit Pistolen unterwegs und mit ganz gut Utility ausgestattet. So, meine Damen und Herren, es geht wieder um den Fight in der Banane. Da hat Team Liquid, wie schon erwähnt, den Vorteil dadurch, dass sie mehr Utility haben. Auf der anderen Seite auch die besseren Waffen. Kann da auch direkt die erste Öffnung gegen den Spanier setzen, und zwar gegen Mixwell. So, Nitro zieht einfach rum mit gutem Timing, blockt sogar die Smoke so weit ab, dass da eine riesen Gap entsteht. Ja, und damit hat man jetzt erstmal flott die Öffnung in der Mitte setzen können. Trotzdem auch der Fight um die Banane, da ist Elish im Vorwärtsgang mit Neff unterwegs gewesen und mit Stu2K wird dann auch sehr zügig jetzt die Position wechseln und versuchen, wieder Richtung A zu arbeiten. Über kurz irgendwie durchzukommen, auch auf kurzer Distanz, ist natürlich die MAC-10 da nie zu unterschätzen. Tenz kann hier nochmal zuschlagen. Zwei starke geht's und den dritten hinterher. Da ist die Munition leer und es reicht nicht ganz, diese Runde so gut für Cloud9 nochmal aufzumachen, dass Debs gegebenenfalls hier in einer 1 gegen 1 Situation gewesen wäre. Schade, schade, da war die Munition leer. Komm mal wieder runter, Tenz. Das war krass auf jeden Fall gerade mit der Diegel. Der Kanadier hat auf jeden Fall richtig Bock. Sehr stark gespielt. Aber reicht das am Ende? Reicht das am Ende, um diese Runde nochmal zu bekommen? Das Schöne ist, die AK ist schon mal weg. Da hat Team Liquid direkt dran gedacht, zu upgraden. Und natürlich auch Debs keine Möglichkeit zu geben, die AK da Richtung kurz picken zu können. Ja, dann geht es jetzt nochmal nach vorne. Schaden Richtung Pit will man noch machen, um da Twist
gegebenenfalls rauszunehmen. Der wird auf jeden Fall in die Luft fliegen, wenn die Bombe hochgeht, oder? Ist er jetzt in die Luft geflogen? Werden wir gleich sehen. Vom Geld. Vom Geld. So, nochmal Tens. Der zweite war extrem stark. Schade, dass da die Munition leer war. Ja, Twist muss runterkaufen. Und zumindest dann noch den Schaden von Debs angerichtet und damit auch die Economy von Team Liquid gut nach unten gedrückt. Wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass Cloud9 dann noch auf jeden Fall diesen Grundschaden da setzen kann. So, schöne Nade-Kombination. Damit hebelt man erstmal die Banane aus und es geht direkt mit der MAC-10 nach vorne. Nochmal ein zweiter hinterher von Stu2K. Also er gegen seine alte Organisation natürlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht noch mit einem anderen Mindset drinne. Darf er nicht vergessen, gegen alte Weggefährten zu spielen, also zum Beispiel gegen Automatic, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Anreiz für Stu2K, hier auf einem anderen Level zu performen. So, in der Runde sieht es auf jeden Fall erstmal für Cloud9 natürlich nicht gut aus. Da fehlt hinten und vorne das Equipment. Ja, und damit ist noch Tens, der eben wirklich sehr, sehr viel Schaden mit der Deagle angerichtet hat, aber in dem Fall wird er nicht mehr viel machen können. Team Liquid wird jetzt einfach auch nur safen gehen. Ja, nochmal am Reinziehen, da holt sich Nitro einfach den Kill. Autsch, der tat weh. Alter, Stu2K sieht aber auf dem Bild aus wie so ein richtiger Avenger, ne? Jetzt ohne Scheiß. Das Bild ist so gut, ey. Er steht halt echt so, wie als würde er gleich neben Captain America in den Krieg rund um ja, die Infinity-Steine ziehen. Wow. So gut, ey. Damit geht's in die erste richtige Waffenrunde für Cloud9. Und zwar mit sehr viel Contact erstmal Richtung Mitte. Stu2K hält erstmal den Raum Richtung Banane. Guck mal, der schummelt sich da sogar durch. Das Timing ist perfekt. Da hebelt ihn sein alter Teammate und zwar Automatic erstmal aus. Damit haben sie keine Kontrolle mehr über Banane. Dafür Cloud9, aber mit guter Kontrolle. Und jetzt muss Team Liquid natürlich reagieren. Wohin soll die Reise gehen? Wie will man drauf reagieren, dass Team Liquid hier so viel Raum zügig einnimmt? Und zwar Richtung A. So, es geht nach vorne. Molotov kommt rein. Damit kann man hier den Spieler erstmal aus der Recke herausdrängen. Ist aber nur noch mit 15 AP sehr, sehr eingeschränkt. Da kriegt Nitro direkt den Kill noch hinterher. Da kann Mixwell auch nicht mehr viel machen. Der kriegt zwar noch Nev, aber das wird hier komplett einfach nur von Team Liquid mit dem Mob aufgewischt. Richtung A-Side. Sehr stark gespielt. Ja, und das passt zurzeit eigentlich auch ganz gut, dass Team Liquid diese Avenger-Trikots trägt, weil gefühlt sind sie auch gerade die Avengers in CSGO. Seid ja auch das beste Team der Welt, was wir in CSGO zu sehen bekommen. Inter Grand Slam gewonnen. Alle relevanten Titel in den letzten 3 Monaten konnte Team Liquid für sich entscheiden. Und die Chancen stehen halt echt nicht gut für Cloud9, hier einen Stich zu setzen. Es ist halt, wie gesagt, noch ein sehr frühes Line-Up, ein sehr junges Line-Up. Es spielt noch nicht wirklich lange zusammen. Fühlt jetzt 1 Woche. Offiziell. Ja, das ist natürlich keine gute Ausgangssituation, gegen Team Liquid zu gewinnen. Also die Chancen eher für Team Liquid hier. Ich würde sagen, bei 90% den Kampf zu gewinnen. So, für Automatic geht's nach vorne. Was mir sehr gut gefällt bei Cloud9 ist die Bananenkontrolle, wenn sie dann Waffen haben. Stu2K hat sich auf jeden Fall durchgeschoben. Mal gucken, ob man die Ecke checkt. Ah, der Molotov kommt reingeflogen. Stu2K muss rumziehen. Das Timing perfekt, der Automatic zu finden, aber der ist mit dem Refrag. Es ist natürlich auch ein Team, ich würde sagen, mit erfahrenen Spielern bei Cloud9. Wenn du Debs dazu nimmst, der ja bei NRG da seine Ingame-Leader-Rolle sehr
ordentlich ausgeführt hat. Ist eigentlich meiner Meinung nach einer der besten Ingame-Leader, die hätte Cloud9 picken können. Mit Mixwell natürlich auch ein Spieler, der seine Erfahrung gesammelt hat. Und Tenz halt ein sehr, sehr junges Talent. So, steht hier bereit. Der Go wird vorbereitet auf dem B-Spot. Da steht man nur mit Debs. So, Debs hat ein riesen Problem. Sie kommen aber mit zwei Leuten sehr zügig über die Bananen hinten dran oder hinterher. Können damit dem Gegner sehr schnell in den Rücken fallen. So, mal gucken, ob das Team Liquid so schnell auf dem Schirm hat. Debs findet einen. Debs versucht ein zweites Mal nochmal nachzugehen. Auf die Bananen wird aufgepasst. Reefer kommt da von Kuste rein. Die Bombe ist sehr ungünstig getroppt. Trotzdem kommt man nochmal dran. Für Cloud9 ist es aber eine 3 gegen 2 Retake-Situation mit zwei Leuten über die Ruine und mit einem über die Banane. So, jetzt geht's hier rein. Die Flashbang nicht ganz so gut getimed. Trotzdem kann Debs hier zuschlagen. Damit liegt jetzt ein Nitro. Der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock, meine Freunde. Und wie der Bock hat. Es ist nur noch Debs im 1 gegen 1. Die beiden kennen sich natürlich lang genug bei NRG. Schon oft genug in den sauren Apfel gebissen. Aber Debs entscheidet hier das Duell. Und am Ende kann er hier mit einer super Performance zuschlagen. Debs entscheidet die Runde. Einmal durch den Kill gegen die Bombe und einmal diese Klatsch-Situation. Am Ende kann Nitro das nicht für sich entscheiden. Trotzdem, super spannende Runde und es war super, super knapp. Nice try auf jeden Fall. Da sagt der Clean Feed einfach mal abgelehnt. Ne? Cloud9 damit mit der ersten Runde. Wir schauen ganz kurz mal aufs Geld, wie es da aussieht. Gar nicht so gut für Cloud9. Wie gesagt, die müssen wieder ordentlich runterkaufen. Auch bei Team Liquid. Dadurch, dass man halt in den ersten Runden sehr viel Economy Damage angerichtet hat, heißt es für Team Liquid auch ordentlich den Sparstrumpf auszupacken. Aber die arbeiten wieder mit sehr viel Tempo und damit konnten sie eigentlich bisher bei Turnieren wie zum Beispiel auf der SR1 Cologne oder hier am Anfang in dieser sehr frühen Partie doch einigermaßen überzeugen. Also da hatte Team Liquid bisher vom Aiming her meistens keine Probleme. Ja, sie bleiben aber erstmal nur bei dem aggressiven Aufbau Richtung Mitte und werden sich dann wieder zurückziehen. Mal gucken, wie gut das Timing von Neff ist. So, Twist schaut nach hinten. So, mal gucken. Tenz und Twist kannst du aber auch nicht auseinanderhalten, ne? So, wenn du dir die Kamera anguckst. Auf jeden Fall gut von Tenz reingepiekt. So, versucht hier weiter gegen zu halten. Entscheidet das Duell, kommt sogar nochmal die Deckung. Und jetzt wissen wir, warum sie dieses junge Talent gepickt haben. Weil er hat wirklich Potenzial. Wirklich, wirklich sehr großes Potenzial. Auch sich in der professionellen Szene zu etablieren. So, meine Damen und Herren, es geht um den Retake für Cloud9. 2 gegen 2 Situation, einer im Pit, einer Richtung Seiten. Also damit einen guten Setup. Einen bekommt er, zweiter zieht rein und damit können das hier Leash und Nitro gut oder Kontrolle halten und am Ende beide durchbringen. Sehr schön gemacht. Und damit das 5 zu 1. Ja, zumindest mal kein 16-0. Ne? Was ja wahrscheinlich auch viele gedacht haben, dass es vielleicht ein 16-0 wird. Ne? Aber naja. Ich denke, Cloud9, wenn sie wie gut in die Partie reinkommen, ist eine Best of One alles möglich, auch wenn es gegen Team Liquid sehr, sehr schwierig ist. Ja, und denkt dran, nächste Woche geht auch das Miner los. Da geht es dann wieder für Big um die Wurst und natürlich auch für Sprout, die gestern ja eine sehr ordentliche Partie gegen Vitality abgeliefert haben. Also es war wirklich eine sehr schöne Partie. Ich hatte mir das nachträglich nochmal angeguckt, habe mich da nicht spoilern lassen. Und das, was uns die Jungs von Sprout gezeigt haben, macht auf jeden Fall mehr Bock aufs Miner. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Und um es in ehrliche Worte zu fassen, zu
Zurzeit sehe ich bessere Chancen, bei Sprout durchs Miner zu kommen, als beim Big Clan. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial drin. Man merkt auch gerade, dass das Sprout verdammt gut läuft. Heute auch gegen Furia gespielt und da haben sie auch gewonnen. Sehe ich auch so. Ist ja auch so. Gut, dann bin ich mit dieser Meinung nicht allein. Danke. Das geht nach vorne. Also, hier nochmal ein Kill, aber trotzdem. Den A-Spot, den kann nur Debs verteidigen mit einer 5-7 und wird instant abgefangen. Und das ist halt die Qualität von Team Liquid. Die lassen fast keinen Raum für Fehler zu. Keinen Raum, um irgendwo zu überraschen. Da wird auf alles geachtet. Das Aiming hier wieder butterweich. So, aber weil sie jetzt eine Kooperation mit den Avengers haben, Team Liquid, was sagt ihr denn? Welchen Avenger, ja, wird hier dargestellt, ne? Welcher Avenger ist Elish, welcher Nitro, welcher Slew2K, welcher Neff und welcher Twist? Ich würde fast sagen, Tony Stark oder Iron Man, das dürfte Slew2K sein. Twist ist eher so... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Pink Avenger. Nitro Save the Hulk. Das passt ganz gut. Das passt ganz gut. Twist ist eher Hawkeye. Twist ist Thor. Allein aufgrund der Frisur. Twist ist Spider-Man. Ja, wer da talentiert ist in Photoshop, kann auch gerne mal was fertig machen auf Twitter unter dem Hashtag 99blast, die Team Liquid Avengers gerne per Twitter als Bild, würde ich mich drüber freuen. Vielleicht wird es mein neues Wallpaper. Gebt euch mal Mühe. Aber ich glaube eher, Nitro könnte auch so ein bisschen Captain America sein. Elish könnte Captain America sein. So, ein bisschen von der... Mit den blonden Haaren und so, ne? So ein bisschen Captain Roger-Style. Strahlt für mich auch so ein bisschen, Elish strahlt für mich so den typischen Amerikaner aus, ne? Das passt ganz gut. Und, Nitro, ja, wirklich der Hulk, ne? So, er ist halt auch ein echtes Kraftpaket. Und Slew2K halt Tony Stark, ne? So, es geht auf jeden Fall nach vorne. Slew2K packt hier erstmal den Iron Man Anzug aus und zerlegt hier zusammen mit Neff die Banane. Nitro wird gleich hoffentlich zum Hulk und kann hier Kusta um die Ecke bringen. 3 gegen 4 Situation. So, schönes Timing da für Nitro. So, Tenzin wartet da noch ein bisschen. Na, kann er da Slew2K auf den Kopf spucken? Ja, er spuckt auf den Kopf, aber man ist schon Richtung A durch. Das ist Lug und Trug, den man da verkaufen kann. Gut aufgepasst bei X-Faktor. Und dieser Fake, der wurde tatsächlich vor 2 Jahren irgendwo im Staat Texas gespielt. Jo, damit wird man hier einfach die Waffen durchbringen. So, kann Neff einfach in den Pit gehen oder hier oben auf die Position. Am besten unten in den Pit, dann stirbt er auch nicht. So, damit war's das. Runde vorbei. Jitko. Ja, welcher Avenger ist Jitko? Das ist die große Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, was im Chat kommt. So, im Staat Texas wurde tatsächlich vor 2 Jahren der gleiche Fake gespielt. Ihr Jonathan Frakes. Manske hat es genau richtig erkannt. Darauf sollte die Anspielung sein, nämlich die Auflösung bei X-Faktor immer am Ende. Dieser Vorfall ereignete sich genau vor 30 Jahren irgendwo in Minnesota.
Auf jeden Fall, die nächste Runde führt Team Liquid 7:1. Brasil, never forget. Das wird Berliner TV natürlich freuen. Und Cloud9 erstmal mit einem sehr gesteckten Aufbau, damit ein frühes 4-1-Setup. So, und das ist natürlich für Team Liquid wieder eine wunderbare Situation, die Banane einzunehmen. Ja, Cloud9 rotiert langsam rüber. Schöner Move von Dabs, der nimmt nämlich erstmal den kompletten Raum ein Richtung falsche Mitte und kann sogar in Richtung Mitte schauen. Dadurch haben sie eine sehr schnelle Rotation. Automatic schlägt hier auch zu. Mix weiter in der AWP unterwegs. Kann hier zuschlagen. Damit eine 3 gegen 5 Situation. So, kann hier das Line-Up rund um Thanos zuschlagen und die Avengers erstmal unter Druck setzen. Der Kampf um den Spot, der beginnt. So, Dabs muss sich langsam beeilen. Sie haben gute Chancen. Guck dir das Equipment an bei Cloud9. Das sieht exzellent aus. Nev verschießt hier. Wie gesagt, das ist das gefährlich. Bei Nev und Co. oder beziehungsweise bei Team Liquid können 3 Leute die AWP in die Hand nehmen. Nev, Nitro und Stu2K. Nev verschießt nochmal. Damit wird weiter gegengehalten. Einfach nur auf Zeit spielen. Nitro kann einen rausnehmen. Nev direkt mit dem nächsten hinterher. Man bricht hier zusammen in 2 gegen 2 Situation. Plus Twist, der hier einfach mal komplett den Rest auseinander nimmt. Der versucht sich irgendwie gegen die Jungs hier durchzusetzen. Also, da wird sich einmal im Kreis gedreht. Und Twist rasiert hier einfach mal die 3 Leute weg. Als wäre es das Einfachste der Welt. So, die Frage, für welchen Avenger werde ich jetzt hier gehalten? Das interessiert mich jetzt mal. Oh, die Bilder sind so geil, ne? Mit diesen Avenger-Trikots unten. So krass. Ant-Man, Black Widow, Nick Fury. Nick Fury wäre schon nice, ne? So, bist relativ klein. Na, das verbiete ich mir aber. Aber Ant-Man würde perfekt zu mir passen. Bin ja ein kleiner Mensch, ne? Ja, vielleicht bin ich auch John Wick oder gegebenenfalls auch Manuel Neuer. So, es geht nach vorne, also Stack Richtung B-Banane und den versucht man sehr aggressiv auszuspielen. Hat auch einiges investiert. Ah, ne, noch nicht so wirklich mit der AWP. On point, ja, erwähnt man es kurz, ist er da mit dem Doppelkill. So, Bombe liegt noch unten an der Rampe. Ja, jetzt spielt man es einfach nur. Ey, wie frech, guck mal, der rennt einfach mit dem Knife vor. Was ist denn da los? Ja, verliert man noch 2 Leute. Zu Recht. Aber trotzdem, die Bombe kann Richtung A gegebenenfalls getragen werden. Da müsste Twist aber noch das Duell gegen Tenz unten im Pit einnehmen. So, Crude kam noch als Vorschlag. Und da ist die Runde vorbei. Ja, vielleicht bin ich auch Crude. Vielleicht soll ich einfach anfangen, im Cast Crude zu sein. Das läuft dann so. Ich bin Crude. Oh, ich bin Crude. Ich bin Crude. Ich bin Crude. Ich bin Groot, ich bin Groot, ich bin Groot. Ja, wäre natürlich ein sehr abwechslungsreicher Cast mit 3 Worten in unterschiedlichen Tonlagen. Ja. Und wenn was passiert, ich bin Groot. Geil. Super. 2:8. Team Liquid. Also damit mit wieder, ja, mit dem kleinen, ich würde sagen, bisschen verkalkulierter in der Banane. Naja, sie haben genug Geld, sie spielen es nochmal über die Mitte an. Aber natürlich super für Cloud9 gelaufen. Kuster da mit krassem Aiming in der Mitte. Dann tut doch nochmal 2 mit, bevor er dann rausgenommen wird. Und das ist der Vorteil für die CT-Seite. Boah, aber Twist macht hier direkt wieder einen kurzen Prozess. Und damit ist es wieder der Ausgleich. Die Bombe kann gelegt werden. Twist kann instant mal im Pit bleiben. Damit haben sie genau die gleichen Positionen wie eben. Nev positioniert sich aber ein bisschen um. Die Flashback kommt einen Tick zu spät reingeflogen. Trotzdem Twist mit dem ersten. Die Smoke liegt perfekt. Twist setzt an. Twist kann ihn nicht holen. Das ist Dabs, der ruhigen Puls hier bewahrt. Und die Runde für die Jungs von Cloud9 entscheidet. Wie das ist Dabs mit einer wichtigen Situation für sein Team. Drei zu acht.
So, Mixville. Neuer AWP-Spieler. Alter neuer AWP-Spieler. Hat ja schon oft genug die AWP in die Hände genommen bei G2, bei diversen spanischen Lineups und auch bei Penta. Hat man ihn das eine oder andere Mal mit dem langen Rohr gesehen. Na und auch hier wieder bei Cloud9. So, für den Liquid gibt es erstmal einen Force Buy. Dann können wir es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Sie nehmen das letzte in die Hand. Klar, es ist kein wirklicher Force Buy, aber es wird halt schon krass runterinvestiert, dass Elite auf die Diegel geht und sie haben halt kaum Equipment bzw. Utility. Und es geht hier zügig über die Mitte. Die müssen natürlich jetzt mit den Smokes das Optimum herausholen können. Das Optimum ist natürlich, Granaten vom Gegner zu ziehen. Und das schaffen sie hier eigentlich gerade ganz gut über die Mitte. Also wird ordentlich Equipment von Cloud9 gezogen. Bleibt aber hier vor der Smoke stehen. Die Flashbang kommt super gut. Da machst du gar nichts bei Mixwell. Gut ausgespielt und damit holt sich Team Liquid hier den Vorteil und kommt sogar noch in die AWP ran. Wer darf sie jetzt in die Hand nehmen? Das ist die große Frage. Sie bleibt in den Händen von Elish. So, Fans Richtung Haus oben bekannt. Hat man das auf dem Schirm? Studio K passt auf jeden Fall auf, dass da keiner über lang in die Rotation reinkommt. Und dann ist es Kuster mit einem 3K. Ablenkung perfekt von Tens. Damit kann man den Refrag holen. Es liegt an Studio K. Der wechselt noch auf die AWP. 6 AP. Und da schlägt sein Ex-Teammate Automatic zu. Und entscheidet die Runde für Cloud9. Also, da ist auf jeden Fall gerade bei Cloud9 meiner Meinung nach mehr Potenzial drin, als das, was wir in den letzten 2 Monaten gesehen haben. 4 Runden. Ist auf jeden Fall schon mal ein Ergebnis, was sich so langsam stabilisiert für Cloud9. Aber wir dürfen auf der anderen Seite auch nicht vergessen, Team Liquid immer Probleme, zumindest in den letzten beiden Turnieren gehabt, in die Partien reinzukommen, beziehungsweise in die Turniere. Da hat man sich immer sehr schwierig oder sehr schwer getan. Man hat sogar bei der Pro League das Auftaktmatch verloren. Und das war gegen North. Und gegen MVP PK bei der SR1 Cologne war es auch ein 16-14, also auch ein sehr knappes Ergebnis. Erstmal ein sehr langsamer Aufbau in der Mitte. Natürlich auch das Geld wieder knapp. Team Liquid möchte nochmal alles auf eine Karte setzen. Und das Geld wieder in der nächsten Runde in die Hand nehmen. Dafür gibt es aber dank des Loser-Bonus ganz gut Pistolen und Kevlar und noch ein bisschen Utility am Gürtel. Ja, und da hat man keine Probleme. Mixwell zeigt ja auch, dass er es an der AWP kann. Dann kann Debs wieder den letzten Jahr abstauben. Und die Runde vorbei. Wichtig, wichtig für Cloud9. Wir dürfen nicht vergessen, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Auftaktturnier für das neue Cloud9. Man hat es ja jetzt versucht mit Flasher und mit Kiyoshima und mit KHB und mit Rush und Automatic, darum irgendwie so ein amerikanisches, europäisches Lineup aufzubauen, was am Ende nicht so ganz gefruchtet hat. Man setzt hier wieder fast wieder vollständig auf ein amerikanisches Lineup, auf einen Neustart. Gefühlt der 5. innerhalb von einem Jahr, beziehungsweise seitdem sie das Major gewonnen haben. Hier ist erstmal der Tens unterwegs und der gefällt mir verdammt gut. Also er macht einen verdammt guten Eindruck. Wenn es da ums Aiming geht, um natürlich auch dieses aggressive Spiel Richtung Apps. Da hat ihm bisher Team Liquid ja, nichts vormachen können. So, aber trotzdem, man kommt hier durch. Tens nochmal mit dem Granatenkill. Der ist nämlich schon erfolgreich gewesen, wird aber am Ende rausgenommen. Tja, und Debs macht seinen Job verdammt gut und diese Erfahrung bringt meiner Meinung nach Cloud9 noch unglaublich viel, weil ein Debs in vielen Situationen unglaublich lange überlebt, muss man einfach mal sagen. Er arbeitet wirklich sehr, sehr schlau gegen den Spot und versucht auch kein großes Risiko einzunehmen. Also da ist es auf jeden Fall so ein bisschen das Spiel von NRG hat ihn da gut geprägt und das wird auch seinem Team hier gut aushelfen. Dann gibt es so ein Debs nochmal so ein Gesicht hinterher, da brauchen sie auch kein Dev-Kit, können das Ganze in Ruhe durchdiffusen. Also wirklich wieder ein sehr starker Retake von Cloud9. Team Liquid wird hier gegen die Wand gespielt in der Runde und damit geht das Logo in Flammen auf. Schön gemacht, besonders Tens oben im Haus, wirklich sehr gut gespielt. Keine Refact-Möglichkeit
für Team Liquid, beziehungsweise das Timing nicht perfekt. Und wieder ein super intelligenter Dabs Richtung Side. Dabs gefällt mir gerade verdammt gut. So, es gibt erstmal eine Matchpause. Das wird wahrscheinlich eine taktische sein. Da können wir einmal ganz kurz auf Twitter schauen, ob mir da jemand ein Bild gebastelt hat, wie die Avengers aussehen. Es gibt aber einen anderen Tweet. Welcher Avenger wäre denn Jitko? Schreibt es in die Kommentare. Black Widow, warum Black Widow? Ich weiß, ich bin eine Schönheit, ne? Und strahle absolut Sexappeal mit meinem vollen Bart aus, aber Scarlett Johansson ist ja, ein bisschen hübscher, würde ich sagen, als ich. Ja, da gebe ich mich geschlagen. Doctor Strange vielleicht ganz gut. Würde passen. Ich weiß gar nicht, als welchen Avenger ich mich sehen würde. Nicht so bescheiden, danke. Ja, ich bin halt ein bescheidener, junger Mann. Es tut mir halt leid. Red Skull. Red Skull passt perfekt zu mir. Ne? Ich bin einfach das Böse in Natur. Mysterio wegen dem Bart. Ja, vielleicht bin ich auch einfach der pinke Power Ranger oder wie gesagt, Jonathan Frakes. Würde auch zu mir passen. Minitor. Sehr gut. Es geht weiter. Taktische Pause aus und vorbei. Und damit geht es hier für Team Liquid gerade auf die Suche nach der letzten Runde in Halbzeit Nummer 1. So, damit haben sie die Eröffnung diesmal gefunden Richtung Banane. Also Cloud9 versucht das aktive Spiel wieder so ein bisschen Richtung Banane zu pressen. Das hat aber diesmal nicht funktioniert. Da geht man als Verlierer raus. Was Tens ganz gut gelungen ist, auf dem A-Spot und zwar Richtung Apps zu arbeiten, das gelingt ihnen hier Richtung B auf jeden Fall schon mal nicht. So, damit die Bombe gelegt und ja, Team Liquid wird auf jeden Fall versuchen, in dieser letzten Runde nochmal den Retake durchzuführen. Wird aber sehr, sehr schwierig. Team Liquid muss auch nicht drauf achten, klar, Waffen irgendwie durchzubringen, sondern die müssen einfach nur den Spot verteidigen in dieser letzten Runde, um das 9-6 hier rauszuholen. Tens kann zumindest einen verbrennen. Neff wartet im Doppelsetup mit seinem Mate und zwar mit Twist Richtung Banana. Und sie kommen hier wieder gut durch. Also Cloud9 schießt sich hier langsam warm. Die Zeit läuft trotzdem gegen sie. Kooster schlägt nochmal zu. Kooster geht hier auf Refrag rein. Refrag kommt von Twist und damit hat man 1 gegen 1. Dort ist zeitlich nicht mehr reichen und Twist ist hier wieder der Held der Runde. Ich würde sagen, damit gehen wir eine ganz, ganz kurze Pause und sind gleich wieder da. Euer Peter Parker. Bleibt dran. Bis gleich.
Meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zurück. Die Bühne sauber gewischt wie Meister Propper. Und der war nämlich auch schon am Start. Wie jede Pause wird die Bühne einfach exzellent mit professioneller Fachkraft sauber gehalten. Die glänzt wie eine Specksparte, meine Freunde. So muss das sein, ne? Und von daher gehen wir in Halbzeit Nummer 2 zwischen den Jungs von Team Liquid und Cloud9. Eine 9:6-Hälfte, also eine Hälfte, wo ich sagen würde, nicht schlecht von Cloud9. Und besonders als dieses sehr junge und noch sehr, ich würde sagen, noch nicht sehr gut eingespielte Lineup, auf jeden Fall Hut ab. 6 Runden gegen Liquid lässt sich auf jeden Fall sehen auf dem Scoreboard. Tja, und es ist noch nicht zu Ende, es geht auf jeden Fall noch weiter. Und ich denke, Cloud9 wird hier mit keinen großen Erwartungen in die Partie reingehen. Wie gesagt, sie nehmen das auch so ein bisschen wahrscheinlich als erstes großes Turnier mit. Da muss man natürlich auch, ja, die Erwartung oder darf die Erwartung nicht zu hoch setzen. So, danach geht's für Cloud9 gegen MIBA. Das ist vielleicht auch ein bisschen dankbarer Gegner. Und wenn wir einfach mal im direkten Vergleich die Top-Spieler vergleichen, dann ist es Elige gegen Mixwell. Und M-Rating in den letzten 3 Monaten konnte da ein, ja, Elige mit einer atemberaubenden KD von 85,9% auftreten, Mixwell von 84,6% und einer Cast von 71,4%, was auf jeden Fall ein überdurchschnittliches Ergebnis ist. Das heißt, er hat in 71% der Runden entweder einen Kill gesetzt, einen Assist, überlebt oder er hat was getradet. Also er war irgendwie nutzvoll in der Runde, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Ja, Elige, vielleicht sogar zurzeit den besten, konstantesten Rifle-Spieler, den wir auf dem Counter-Strike-Markt finden. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Elige halt auch die letzten zwei der, oder die letzten zwei der drei Turniere wurden sie, oder wurde er MVP. Ne? Tja, warten wir mal darauf, dass es weitergeht. Lange kann es nicht mehr dauern, hoffentlich. Und dann sind wir bereit für die nächste Runde, für die nächste Partie oder beziehungsweise für die nächste Halbzeit. Und zwar zwischen Cloud9 und den Jungs von Liquid. So, die technischen Probleme sind hoffentlich behoben. Also wir können weitermachen, hoffentlich. Und uns wieder ein bisschen Counter-Strike geben. Wenn ihr Bock habt, beide Partien zu verfolgen, findet ihr oben im Browser, und zwar über dem Videofenster, findet ihr einen Squad-Stream. Und über dieses Squad-Streaming könnt ihr beide Streams, die heute laufen, über unseren Kanal, könnt ihr beide gleichzeitig schauen. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Feature. Könnt dann auch immer zwischen den Chats hin und her wechseln. Also da habt ihr dann auch Möglichkeiten, auf beiden Streams das Optimum rauszuholen und euch in beiden Streams natürlich auch interaktiv zu beteiligen. Und natürlich auch auf Twitter, vergesst das nicht. Und vielen Dank natürlich auch für den Support. Grüße gehen raus an Tony V, der auch fleißig auf der SRU in Cologne war, ne? Also, vielen Dank für deinen Support. Und damit gehen wir zurück zur Partie. 6:9 Waffenrunde, beziehungsweise Pistol Round Nummer 2 startet mit einem Devkit, einer Smoke bei Stu2K. Der Rest ist mit Kevlar ausgestattet. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Granaten bei Debs und bei Kusta. Der hat nur noch 3 AP, das heißt, der muss aufpassen, weil ein Schuss in irgendeine Region dieses Spielers ist sein Tod. Und damit auch die Granaten weg, beziehungsweise eine kann gepickt werden. Die Smoke wahrscheinlich. Und wäre natürlich trotzdem die Flashbang, die dann fehlt. Die hätte man schon gerne. So, Flashbang kommt jetzt rein. Auch die Smoke. Und damit geht es langsam nach vorne. Es ist ein Fake. Und Team Liquid geht Richtung Mitte runter. Und die finden die Bombe. Und das ist so wichtig. Besonders, dass Stu2K da immer noch Stress machen kann gegen den Spieler Richtung Side, der versucht hat, hier Richtung B durchzupushen. Der zieht es nämlich komplett zurück. Und Cloud9 hat ein großes Problem. Die Idee, sehr, sehr geil.
aber irgendwie das Problem, dass sie halt diesen Mittelpush nicht aufhalten konnten. Und hätten sie es wirklich geschafft, diesen Mittelpush am Ende aufzuhalten, hätte das für Team Liquid komplett in die falsche Richtung gehen können. Ja, das war's. Also, die Idee nice, aber Team Liquid da zu strong an den Pistolen unterwegs. So, da sehen wir es nochmal, Su2K. Also, wenn ich mir Neff anschaue, auf dem Bild unten, er könnte Ant-Man sein. So, es geht um den Fight Richtung Banana. So, zweimal MP9 dabei. Da versuchen wir jetzt einfach schnell irgendwie durchzupushen. Also mit sehr viel Schmackes, mit ein paar Pistolen die Initiative zu ergreifen. Und Team Liquid da zu contesten. Klappt aber nicht so ganz, weil da scheitert man vollständig an Nitro und an Neff. Das MP9-Setup damit mit Bravour funktioniert. Und damit die nächste Runde für die Jungs von Team Liquid. Da geht es jetzt aber in den Waffenvorteil. Und wir sehen es, es ist ein großer Nachteil, den Team Liquid jetzt hat. Und das sind MP9s und UMPs ohne Ende, weil sie hatten sich komplett auf diese SMGs in der Runde davor festgelegt. Und das gibt natürlich Cloud9 die Möglichkeit, hier mit einem Waffenvorteil reinzugehen. Klar, bei Team Liquid hat man sehr viele Granaten, aber da muss Team Liquid durch. Und zwar gegen die AKs zu fighten. Und das ist nicht leicht, meine Freunde. Das wird nicht leicht sein. Sie müssen halt mit intelligentem Spiel auf nahe Distanz überzeugen können. Natürlich weiß ein Team Liquid, wie sie mit diesen Situationen umgehen müssen. Aber wir haben gesehen, dass Cloud9 nicht schlecht zurückschießt. Und von daher wird das gar nicht so leicht. Besonders weil Nitro schon gefallen ist. So, nochmal ein bisschen Schaden gesetzt. Elish wird nochmal auf nahe Distanz reingebracht. Eine Flashbang bzw. mit einer Granate. Und er will auch weiter den Winkel halten. Na, sie kämpfen hier gut um die Räume mit der Utility, die sie zur Verfügung haben. Ja, und Cloud9, die verhaspeln sich langsam. Also klar, sie haben diese 3 gegen 5 Situation. Am besten ist natürlich irgendwo in einer Überzeitsituation zu interagieren. Su2K, der ist jetzt bekannt, das ist der einzige Spieler mit der M4. Sollte der Spot hier fallen, dann wird der auf jeden Fall die Waffe safen. Aber vielleicht kann die MP9 hier überzeugen. Auf jeden Fall ein gutes Setup. Gutes Backup von Elish. Gut gespielt. Wirklich sehr gut gespielt. 9 Sekunden. Es reicht nicht ganz am Ende, das Ding aufzuhalten. Aber der Schaden ist immens. Und damit hat Su2K sogar noch die Chance, die Runde irgendwie zu holen. Der ist nämlich schnell genug drüben und die Smoke liegt eher suboptimal und die fadet hier im perfekten Moment. Damit geht Su2K langsam auf die Jagd. Su2K gegen Krieg und Aka checkt hier gut die Ecke, rechnet er mit dem Spieler da in der Position, er rechnet mit ihm, kommt hier nochmal gut drauf, geht ins Duell und Su2K entscheidet hier die Runde für Team Liquid und das war sauber gespielt. Cloud9 versucht hier nochmal auf den Refrag zu gehen, aber da lässt sich Su2K nicht vernaschen. Stark gespielt von Su2K, sehr geduldig und am Ende das Aiming perfekt von ihm gewesen. Besonders Richtung Spot, wirklich saugeil gespielt. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Und da sehen wir es nochmal, er zieht rein. Da gibt es keine Refrag-Möglichkeit, besonders weil der Spieler Low HP ist oder beziehungsweise nur Half HP. Natürlich kein großes Risiko eingehen, da sich einer um kurz kümmert, einer um lang. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders ausspielen können vom Afterplant her, von den Positionen, dass der Spieler im Pit Richtung lang schaut und der Spieler Richtung Side kurz. Wäre vielleicht eine bessere Möglichkeit gewesen, aber am Ende war das gut von Su2K gespielt, weil das Aiming hier perfekt gepasst hat.
Tens wieder mit der Antwort. Studio K damit rausgenommen. Sie kriegen ja einen frühen Entry gegen den Spieler in der Mitte. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht für die Jungs von Team Liquid. Aber trotzdem, Cloud9 kann hier nochmal nachsetzen. So, Contact geht's nach vorne. Zack, und da verschätzt sich Nitro komplett. Damit der Spot gefallen und damit eigentlich der Safe auch für Team Liquid. Die Runde geht den Bach runter. Und ist damit gelaufen. Damit bleibt Cloud9 hier auch weiter im Rennen und das ist eine wichtige Runde, weil sie bringen erstens viele Waffen durch, zweitens können sie die Economy von Team Liquid ankratzen und drittens könnte das auch so ein kleiner Momentumwechsel sein. Das Aiming echt gut von Cloud9, also in vielen Situationen entscheidet man sich da auch verdammt gut. Schauen wir mal. Okay, ja, ich habe noch was für die Pause. Ihr seid fröhlich munter auf unserem Hashtag 99blast unterwegs. Da könnt ihr auf jeden Fall fleißig weiter Beiträge einschicken, wie ich zum Beispiel als Black Widow aussehe. Ja, und ich muss sagen, kommt nicht ganz ran von der Schönheit von Scarlett Johansson, aber ist schon nah dran. So bei 90%. Auf jeden Fall bei 90%. Ist man gegebenenfalls bei Team Liquid gerade von der Leistung her. Normalerweise geht das besser bei ihnen. Aber ich würde auch sagen, dass Cloud9 auf jeden Fall hier gerade gut gegenschießt in vielen Situationen. So, erstmal ist wieder die Kontrolle über die Banane, die sie erarbeitet haben. Der Refrag ist hier halt wichtig. So, ne, wechselt dann nochmal die Position. Holt auch nochmal ein bisschen Zeit raus, dadurch, dass er die Smoke Richtung Eingang Banane schmeißt, beziehungsweise Eingang B. Bei zwei Setup. Es wird an Twist liegen und an Nitro, das erstmal zu verteidigen. Sehr fake-basiertes Spiel bei Cloud9. Scheitert dagegen, Neff. Und wir jetzt auf den Spot draufgehen. Eine 3 gegen 2 Situation. Team Liquid in der Verteidigung. Beide decken es von der Seite aus. So, Chris wartet wieder oben auf der Box. Wird hier rausgenommen. Nitro hält hier nochmal gegen. Nitro kriegt das Backup von Elise. Sehr schnelle Rotation und am Ende war es das. Also dadurch, dass man den Kill da frühzeitig Richtung B gefunden hat, konnte Elise auch super schnell über den Speedway wieder Richtung A rotieren und das Ganze dicht machen und auch Nitro da perfekt supporten. Sehr schön gespielt. Jetzt sind wir mal mit Kill von Nev. Super Support Flash. Und wie gesagt, die Leash mit der perfekten Rotation, um da Nitro zu supporten, ist einfach nur auf Zeit spielt. Gut gemacht. Von Team Liquid. So kennt man das von ihnen. Und damit gehen sie auch erstmal mit 13 Runden hier in Führung. Cloud9 versucht hier irgendwie nochmal in die Partie hineinzumausern. Es ist gutes Potenzial dabei. Boah, die Granate. Alter, die ist ihm komplett einfach nur gegen den linken Hoden geflogen, die Granate. Das tat weh. Hast du richtig schön gehört, wie die auf Bauchhöhe aufgegangen ist? Trotzdem. Sie versuchen diesmal ein bisschen aktiver Richtung Banane zu arbeiten bei Team Liquid. Und zwar mit Nitro an der AWP. So, es geht nach vorne. Elish und Twist halten hier wieder ein Kreuzfeuer Richtung A-Side. Und diesmal mit Neff den Rotierer.
sehr schön gemacht von Nev. Nitro versucht jetzt erstmal den Spot hier zu verteidigen, zieht sich natürlich zurück. Die haben keine Smoke mehr für, ja, CT. Und damit können sie hier die Bombe nochmal durchlegen. Also das klappt hier nochmal, aber Team Liquid wird sich wohl höchstwahrscheinlich nicht mehr diese Runde nehmen lassen. Da fehlt Cloud9 das Equipment, um das nochmal ordentlich auszuspielen. Das ist für Team Liquid zu einfach am Ende. Und damit können sie hier ohne Probleme auch, bevor es überhaupt in irgendeine Gefahr geht oder irgendwo gefährlich wird, schafft es Team Liquid, das hier unter Kontrolle zu bekommen. Und damit geht die Runde auch an Elish und Co. Ja, da fehlt auch einfach die Smoke. Das macht es natürlich für Nitro und Co. sehr, sehr leicht, die Runde unter Kontrolle zu bekommen. Zwar nochmal ein Plant. Es gibt nochmal ein bisschen Geld. Sparen wird man trotzdem bei Cloud9 und versuchen auf Overtime zu spielen, wenn es hart auf hart kommt. So, es soll um Kontrolle Richtung Banane gehen. Das ist der Auftrag von Cloud9 genau in dieser Runde. Devs wird erstmal mit der Mac-10 nach vorne geschickt. Und sie haben sehr viele SMGs dabei. Zwei in der Zahl. Deagle und CZ. Und es soll der Execute sein. Ja, gut geteilter Molotov. Das heißt, da muss man jetzt reinziehen und versuchen, das Timing zu erwischen. Das haben sie gerade geschafft. Damit liegt es jetzt an Neff. Der muss das alleine verteidigen. Kriegt einen, kriegt zwei. Wird aber am Ende von Automatic an der Mac-10 überrannt. Nochmal die Granate Richtung Spot. Nochmal ein bisschen Schaden. Das wäre super, aber trotzdem. Sie haben hier den Waffenvorteil. Und sie haben am Ende auch den HP-Vorteil. Utility ist weg bei Cloud9. Ein Plant wäre natürlich super. Aber bevor man hier planten soll oder will, sollte man erstmal ein bisschen Kontrolle noch bekommen. Der Schaden immens, den Team Liquid da verteidigen kann. So, nochmal der Spray von Elish. Oben gegen die Pre-Fire-Position. Klappt nicht ganz. Am Ende Cloud9 kommt hier mit einem blauen Auge davon. Trotzdem, sie haben noch eine Smoke für Banane. Sie haben noch einen Molotov für Newbox. Und die gehen wirklich safen. Die gehen wirklich safen bei Team Liquid. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Das ist sehr diszipliniert. Eigentlich alles in der Hand, um die Runde zu holen. Also die wollen halt wirklich auf Nummer sicher gehen, dass sie in der nächsten Runde nochmal voll kaufen können. Es geht weiter. 8:14. Team Liquid. Mit dem sehr disziplinierten Save. Wie gesagt, dadurch haben sie nochmal ein wirklich verdammt gutes, ja, Setup, wenn es um Waffen und Granaten geht. Und das hätte ich halt. Das hätte ich halt nicht gedacht, dass Team Liquid die letzte Runde nochmal saved. Das wäre so der Gnadenstoß gewesen für Cloud9. Aber sie gehen kein Risiko ein. Sie wollen es hier nochmal mit einem vollen Pack Granaten und mit vollen Waffen versuchen. Und auch nachträglich auch wieder sehr aggressiv spielen. Also sie wollen hier unbedingt den Raum über die Banane haben. Cloud9 wird hier erstmal zurückgedrängt. Aber dadurch, dass Cloud9, wie gesagt, diese letzte Runde gewonnen hat, können sie sich selber auch natürlich vollstens ausstatten. Dadurch, dass sie halt nur einen Halfway gemacht haben. Und das könnte die Wolke wieder zurück in die richtige Bahn lenken. Oder eher gesagt pusten, ne? 4-1 Setup in den letzten 34 Sekunden ist natürlich ein Risiko. Man versucht wieder, ja, mit einem Spieler vor B so ein bisschen stunk zu machen, wird aber hier frühzeitig erkannt. Elish kann gegenhalten, das gleiche gilt für Nitro. Damit wird das Setup hier nochmal gewechselt und da passt Nitro auf. Also, sie versuchen auf A durchzukommen, es sind 19 Sekunden. Und es wird schwierig für Mixwell, der die Bombe hat. Und natürlich auch für Automatic. Und die Runde ist vorbei. Da können sie safen. Damit hat sich der Safe von Team Liquid hier alle Male gelohnt, weil sie bringt vier Leute durch. Besser könnte es nicht laufen in Runde 23. Counter-Terrorists win.
Ah, sehr schön aufgepasst von Naito. Da merkt man auch, wie schnell das Backup von Elish da war. Und wie sehr sie da direkt den Shutdown Richtung A-Side durchführen konnten. Das macht halt auch ein Team Liquid aus, dass sie halt sehr gut einen Riecher haben, was bei Cloud9 oder beziehungsweise bei den Teams gesucht wird. Und da Cloud9 4 Richtung Banane angespielt hat, werden sie jetzt auch erstmal versuchen, mit drei Leuten die Banane zu verteidigen. Und zwar mit Utility, geht hier aber erstmal in die Hose. Selbst geht auf zwar auf 53 HP, aber trotzdem Cloud9 mit der Masse überzeugt. Da konntest du okay nicht wirklich viel machen, denn zu seinem Team jetzt aufschließen und es riecht fast förmlich nach einem Execute. Nochmal eine schöne Flashbang. Also gut angefordert von Nitro. Wirklich sehr stark gemacht. Und am Ende Cloud9. Sie kommen zwar in diese Banane rein, aber dann ist Feierabend. So, Nitro steht auch noch bereit mit einer Flashbang. Sobald es da den ersten Kontakt gibt mit der nächsten Granate, wird Nitro die einfach nach vorne schmeißen. Na, passiert gerade nichts. Weißt du mal, sehr verteilt. Sogar Automatic geht da nochmal Richtung Mitte. So, es zwingt Nitro zur Rotation. Wenn da die Granaten kommen. Neff wird es jetzt liegen, weil es geht drauf und das ist ein B-Split. Und Automatic findet die Lücke. Hat man das jetzt auf dem Schirm? Das wird man nicht auf dem Schirm haben. Oh, Automatic kriegt ihn da. Damit liegt es jetzt an Neff. Der muss versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Findet hier keinen Spieler. Wird von dem Monitor rausgerannt. Der kriegt trotzdem nochmal zwei. Wie auch immer er das gemacht hat. Es ist doch mal eine 2 gegen 2 Situation. Er kriegt wirklich nochmal zwei Leute. Das gibt's doch nicht. Alles richtig gemacht bei Cloud9. Neff einfach nur ein Biest. Behält er die Ruhe und damit ist es eine 2 gegen 1 Situation. Es liegt an Kusta. Und er hat schon gezeigt, wie man Spots verteidigt, wie man Spots anspielt. Die Position eigentlich gut. Wird hier aber geprefied. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat. Jetzt ist er auf jeden Fall bekannt. Elish zieht rein. Das war's. Cloud9 verliert hier die Partie mit 16 zu 8. Aber ich würde sagen, für das, was uns Cloud9 hier auf ihrer Premiere gezeigt hat, war das in vielen